Leute, heute sind wir wieder zurück in einer freshen neuen Folge Minecraft, Freunde. Und ihr könnt es vielleicht im Hintergrund schon sehen, Leute. Ich habe was gebaut. Ich habe was Krasses gebaut, Leute. Und zwar habe ich hier, Fivey ist schon ganz gespannt, eine Mansion gebaut. So eine Art Horror-Mansion. Weil ich habe schon übelst lange diesen Geister-Skin, aber da habe ich noch nicht alles rausgeholt, was an Pranks machbar ist. Das heißt, ich habe heute vor, meine Freunde in diesem Geisterhaus zu pranken. Mir ist gerade aufgefallen, ich bin zu fett für die Tür. Aber egal, gar kein Problem. Das Haus ist noch nicht ganz fertig, Leute. Aber das machen wir jetzt fertig. Ich wollte es auch gar nicht ohne euch fertigstellen, Leute. Als erstes brauchen wir ein paar Treppen. Zack. Und ich benutze hierfür den Wirrholzblock aus dem Nether. Ich dachte, das sieht ganz cool aus. So, und dann bauen wir uns einfach hier mal hin. Zack, und wir machen erstmal das eine Dach fertig. Und irgendwann mal gehen wir dann um eine Ecke. Ach so, wir brauchen auf jeden Fall auch noch Stufen. So, die Stufen machen wir alle hier hin. Und dann machen wir hier auch noch Stufen hin. Und müssen wir ungefähr die Mitte jetzt treffen, dass wir die beiden hier connecten können. Ist das die Mitte? Ja, das ist die Mitte, Leute. So, dann machen wir hier weiter einfach mit dem Dach ganz normalo. Hier auch mal komplett rum. Ja, das ist richtig so, Leute. Dächer sind nämlich immer das Schwierigste am Bauen. So, dann gehen wir hier einmal komplett rum. Haben auch das wieder getroffen. Also das, ja, das haut alles primissimo hin. Oh, das hier haut nicht so ganz hin. Aber das macht nichts. Das können wir ganz easy fixen. Ich zeige euch gleich, wie. Ja, hier haben wir geschielt, Leute. So, hier machen wir das einfach ein weiter. Zack. Ganz easy peasy. Ah ja, und dann müssen wir das auf der Innenseite natürlich auch machen. So, zack, wir gehen hier rum. Bauen dann wieder Treppen hier hin. Oh, wir brauchen mehr Treppen. Zack. Ja, wenn das alles hinhaut, dann ist das immer am schönsten, Leute. Oh Gott, da habe ich aber geschielt. Aber wir brauchen eh mehr Treppen. Zack, zack und zack. So, und dann machen wir das hier einfach auch einfach breiter. So, und dann ist unser Dach schon fertig und es sieht cool aus. Wir können auch ein paar Extras hinzufügen, Leute. Wir können nämlich hier diesen Holzblock ein bisschen austauschen hin und wieder mit diesen anderen Wirrpilzblättern. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr Textur und das sieht cool aus. Und was wir noch hier hatten, waren solche Fichtendinger. Die können wir auch einfach hinklatschen, weil dann sieht das Ganze noch ein bisschen mehr verlassen aus, wisst ihr, Leute? Oh, jetzt ist mir aufgefallen, hier fehlen noch Treppen, Leute. So geht das natürlich nicht. Einmal komplett drumrum und dann haben wir das Dach auch schon fertig. Bam. Ja, Mann, so sieht ein cooles Dach aus. Yeah. Können wir hier noch so ein paar Blätter hinmachen. Und hier auch noch. Und hier vorne können wir auch noch schön einen Busch hinklatschen. Huch, wo kommst du denn her? Aua. Nee, da ist noch ein Skelett. Wir haben nicht so viele Herzen. Ja, das sieht doch cool aus. Das sieht richtig nice aus, Leute. Mir gefällt es richtig gut. So, dann brauchen wir noch ein paar Laternen für ein bisschen Licht. Können wir hier einfach eine drauf platzieren. Hier auch eine drauf. Und hier können wir so welche hinhängen. Ja, dann haben wir auch ein bisschen Licht. Nice, okay. Das ist sehr nice, Leute. Ganz, ganz simples Haus. Das könnt ihr selber auch safe nachbauen. Ich habe hier einfach so ein Fundament hier gebaut. Links Steine, hier Treppen, da eine Stufe und hinten wieder eine Wand. Dann einfach obendrauf so lila Beton. Das Dach auch total easy. Treppe, Treppe, Block, Treppe, 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 Treppe. Und dann hier einfach auch noch so ein ganz einfacher, simpler Eingang. Also das Haus geht echt schnell und ist eigentlich relativ einfach. So, ich finde, das sollte so eine Art Hotel werden, was ich hier bauen möchte. So, hier machen wir mal ein bisschen Licht rein. Ah, Mist, das ist nicht mittig. Egal. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Rezeption. Das heißt, wir machen hier einen Block hin. So. Und dann hier einfach wieder Treppen. Hier passt eine Laterne easy rein. Und dann platzieren wir hier einfach rundherum noch mehr Treppen. Ach Mann, verbaue mich so oft. So, hier können wir jetzt noch mehr Laternen platzieren. Das ist sehr, sehr geil. Okay, hier kommt dann die Rezeption hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Treppe nach oben. Die würde ich einfach hier hinbauen. Ups, da habe ich mich ein bisschen verbaut, die Müll, die Treppe. So, dann machen wir hier die Treppe ein bisschen breiter. Weil wie wir ja gemerkt haben, Leute, ist der Geist ein bisschen breiter. Ach, wir können hier auch einfach die Treppe hinbauen. Zack, machen wir die einfach zwei breit. So, so ein Ding wird das, Leute. Ah, ich will das noch ein bisschen zurückbauen. Das stört mich, dass das hier so riesig geworden ist gerade. Okay, hier geht eine Treppe hoch. Ist ein bisschen unsicher hier ohne Geländer.
Okay, und hier fehlt noch ein bisschen das Dach. Also, naja, was heißt ein bisschen das Dach? Aber wir können hier noch eine Decke einbauen. Dann haben wir, dann können wir so einen spooky Dachboden vielleicht machen, Leute. So, hier machen wir das Dach einmal hin. Zack, und dann haben wir hier auch ein Dach. Perfekt. Okay, und dann können wir hier ja irgendwie noch ein Zimmer einbauen oder mehrere Zimmer. Ja, dafür brauchen wir mehr Keramik. Okay, wie machen wir die Aufteilung? Ja, wir machen so einen engen Gang. Das ist viel gruseliger. Enge Gänge sind viel gruseliger. So, wir splitten das Ganze hier auf. Boah, dieser Gang ist echt sehr, sehr eng. Und hier kommt so ein Eingang hin für den spooky Dachboden. Verdammt, da ist eine blöde Treppe. Das heißt, wir können da den Eingang zum Dachboden nicht hinmachen. Es sei denn, wir machen das so. Okay, ich hab einen Plan, Leute. Es gibt ein Zimmer, das ist größer als die anderen. Die Präsidenten-Suite. Aber wir sagen ganz am Anfang, dass man die Präsidenten-Suite auf keinen Fall betreten darf. Hier ist der Eingang für die Präsidenten-Suite. Bam. Und hier geht's aber hoch zu dem gruseligen Dachboden. Und da werden wir uns dann verstecken. Und wenn hier jemand reingehen sollte, werden wir auf jeden Fall der Person zeigen, dass sie nicht in die Präsidenten-Suite reingehen sollte. Okay, hier kann man easy zwei Zimmer draus machen. Bam, bam. So, jetzt habe ich noch ein paar Ketten gemacht. Die können wir noch zur Deko hier auf jeden Fall reinhauen. So. Ketten und Laternen, das sind echt die teuersten Materialien, die ich kenne. Oh, hier haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Licht. Perfekt. So, hier war ein Zimmer. Und wo war noch ein Zimmer? Hier, oder? Okay. So, wir brauchen ein bisschen mehr Licht. Zack. Boah, das Hotel ist echt geil geworden, ey. Das hätte ich echt nicht gedacht. Meine Güte. Oh, unsere Laternen sind ausgegangen. Also alle gegangen. Ich habe so viel diese kleinen Klumpen jetzt hier gemacht. Und wie wird es mir gedankt? Gar nicht. 8 Laternen. Das ist eine Frechheit, Leute. Das ist eine bodenlose Frechheit. In der Präsidenten-Suite müssen natürlich auch Ketten sein. Und unsere Ketten sind alle sacré bleu. Okay, Leute, jetzt kommt ein richtig cooler Teil. Und zwar kommt jetzt die Einrichtung des Hotels. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, und wir müssen ganz wichtig, müssen wir schwarzes Glas mitnehmen, weil unser Hotel hat leider noch keine Fenster. Let's go. Hallo. Was ist mit dem Kanzler-Tower passiert? Er ist pink geworden. Warst du das? Nein, ich war das nicht. Ich glaube, das war easy, oder? Treibst du so? Ich? Bin gerade in der Aufnahme. Ich arbeite gerade an einem geheimen Projekt, aber vielleicht kannst du es ja später selber erleben. Geheimes? Ja, sehr geheim. Da bin ich gespannt. Und was machst du so? Ja, eigentlich nichts. Nur lol. Rumlaufen und ein paar Sachen auch vorbereiten. Ach so. So, okay. Flo, haben wir es so semi verraten? So, dann gehen wir mal in unsere Mansion zurück und dann können wir hier mal ein bisschen dekorieren. Wir machen hier ein Saxophon. Das ist kein Saxophon, das ist so ein Plattenspieler, machen wir hier hin. Zack, so auf creepy angelegt. Dann machen wir, glaube ich, hier noch, passt das am besten hin? Gerne noch so, wo man Musik abspielen kann. Das hier, das ist cool. Dann machen wir das hier auf und bam, bam. Und dann ist das hier so in der Ecke, das ist cool. Ja, wir können hier auch noch einen Koffer hinpacken. Ein Koffer so, zack. So, damit man sieht, ist ein Hotel, ist Reise und so. Dann machen wir auf jeden Fall noch so eine Service Bell. Okay, dass man da immer 3 Stück draus bekommt, ist so nervig. Zack, haben wir eine. Bam, cool. Diese Fässer hier, die ich habe, die wollte ich eigentlich hier oben hinpacken. So hier, so auf gruselig angelehnt. Ah ja, und dann haben wir ja noch die Glasscheiben, die wir auch noch hier reinmachen wollten. Zack, zack. Ich habe noch was vergessen. Ich dachte, das hier, das ist so cool für Kartons, die so oben auf dem Dachboden sind. Und außerdem habe ich meinen lila Farbstoff vergessen. Den brauchen wir für unsere Einrichtung. Lila Farbstoff? Lila Farbstoff? Wo ist der lila Farbstoff? Oh nein. Ich hatte den vorhin noch für die Keramik und so. Oh, da hat jemand meine Hose kaputt gemacht. Ah, da ist mein lila Farbstoff. Okay. Okay, dann richten wir erstmal hier die Zimmer ein. Die Zimmer, die werden einfach so ganz gammelig. Das soll ja auch schon einen Grund geben, warum die unbedingt in das andere Zimmer rein möchten. So, wir bauen uns schnell eine Werkbank. Und dann bauen wir hier, zacki die zack, 2 Betten auf lockiger Lockbasis. Dann bauen wir das Bett hier so hin, zack. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Leitern, damit man hier hochkommt. Aber reichen 6? Weiß ich gar nicht. So, zack. Dann geht's hier hoch. Dann können wir hier so ein paar Pakete reinmachen. An wen verschicken wir das?
keine Ahnung, an niemanden. Das bleibt dann einfach auf. Dann sind hier so leere Kartons eben. Zack. So, okay, das sieht ein bisschen kacke aus. Machen wir mal schnell weg. Ein Skelettkopf können wir auch hinmachen. Dann hier noch so, für blutmäßig. Zack, und hier verstecken wir uns dann. So, dann machen wir hier noch so ein kleines Regal. Ich würde sagen, das machen wir einfach noch einmal. Und noch einmal. Dann kann das hier so neben das Bett. Bam. Ah, den Scary Hasen habe ich vergessen da zu platzieren. Der muss ja auch noch hin. Zack. Dann können wir hier einfach so ein Regal hinmachen, was viel zu hoch ist. Deswegen machen wir das nochmal ein bisschen da unten. Und Bücher haben wir auch. Die packen wir auch hier hin. Hier können wir auch noch so ein Regal hinmachen mit Büchern drauf. So hier. Die Kunden, die hier wohnen. So, dann brauchen wir noch lila Sofa. Ganz wichtig. Es kommt unten hin. So zum Warten mäßig. Zack. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Und dann Blumentöpfe. Pilzen. Da sieht man, damit man sieht, wie gefährlich das hier ist. So, und dann können wir hier noch so zwei Stühle hinpacken. Wir haben hier gar keine Eingangstür, ist mir gerade aufgefallen. Und sobald wir diese Tür hier platziert haben, dann ist eigentlich alles ready, bombetti für unseren Prank. Wir machen noch hier eine Falltür oben hin. Teppich kann hier auch noch ruhig hin. Zack. Okay, sind wir ready, bombetti. Wir warten auf die Nacht und dann holen wir Flo hierher. Da ist er ja schon. Was ist denn das? Das ist ein neues Hotel in Minecraft, Freunde. Ein Hotel? Ja. Das sieht aus wie irgendwie so ein verfluchtes Haus. Nein, vertrau mir. Bist du sicher, dass da keine Geister drin sind? Ja, Marwan hat mir gesagt, dass also das Hotel hat gute Bewertungen. Hier sind keine Geister drin. Und ich betreibe es. Ich habe das zwar eine neue Investition. Hi. Guten Tag. Was sind denn Sie für ein Sternehotel an Sternen? Einer. Einer? Ja. Wenn der Preis gut ist, dann bleibe ich hier. Ja. Vertrau mir. Also, du kriegst hier den Schlüssel für das erste Zimmer. Ganz wichtig, gehe niemals, auf gar keinen Fall, in die Präsidenten-Suite. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, die Räume zu beschriften. Moment mal kurz. Warten Sie mal. Sonst finden Sie sich hier gar nicht zurecht. So, Moment. Ich hoffe, ich esse meinen Schlüssel nicht. Kann passieren. Das passiert uns häufiger hier. kommen Sie mal rein hier ins gute Stübchen. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. So, also, das hier ist Zimmer 1. Da wohnst du heute? Wurden die das letzte Mal gereinigt? Ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber... Oh! Das gibt Charakter. Zimmer 2... Upsala, Moment. Ja, Zimmer 2, das passt. Verdammt, passt doch nicht. Moment, ich muss hier... Ja, hier ist alles so ein bisschen marode und so. Und hier ist die Residenten. Wie schreibt man Suite? So? Hoffe ich, das ist richtig. Aber da, auf keinen Fall rein. Unter keinen Umständen, Flo. Der Präsident drin? Da ist... Hoppla, falsches Emote. so nämlich. Da ist es sehr gefährlich drin. Okay. Aber habe ich jetzt Zimmer 1 oder Zimmer 2? Zimmer 1. Oh. Nein, wobei. Ich grade ab. Du kriegst Zimmer 2. Das ist ein bisschen größer. Das gibt eine gute Rezension. Okay. Pass auf dich auf, Flo. Ich weiß nicht, ob du die Nacht... Also doch, du wirst die Nacht überleben. Gar kein Problem. Vertrau mir. Elina, warst du das? Was? Ja, Diamant. Die guten Atem. Okay, es kommt nicht aus Zimmer 1. Hallo? Sie atmen ein bisschen zu laut da drin, Mr. Präsident. Hallo? Hier ist gar keiner. Oh, dann bleibe ich hier. Warte. Ist das immer noch Teil der Süd? Hat jemand Cola ausgeschüttet? Ich hab doch gesagt, du sollst dich in die Präsidenten-Suite. Nein. Raus aus dem Hotel. Oder ich esse deinen Schlüssel auf. Ich bin zu dick, hier rauszukommen. Oh mein Gott. Alter, das war ein Paid Actor. Oh mein Gott. Hier komme ich nie wieder her. Och man, kriege ich trotzdem 5-Sterne-Bewertung? Schade. Sie kriegen eine 2-Sterne-Bewertung. 2? Mir hat der Schlüssel gut geschmeckt. Ja, danke schön. Beehren Sie uns bald wieder.